Loaded Envelope, beladener Umschlag, würde ich das übersetzen. Ist ja nicht so, dass wir nicht sowas schon gezeigt hätten. Hier zeige ich dir eine Karte, wo du verschiedene Elemente reinpacken kannst. Und hier diese Gutscheinkarte, auch das ist ja am Ende ein Umschlag, eine Tüte. Ein Loaded Envelope aus einem Umschlag, eine Verpackung. Und ich habe mir gedacht, ein Loaded Envelope aus einer Geschenktüte. Aus so einer einfachen grauen Tüte. Das war letztens ein Projekt auf unserem Teamtreffen. Und ich zeige dir heute die winterliche Variante, wie ich das gemacht habe. Also bleib dran. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und wir sind mittendrin im Demo-Doppel. Wir sind schon fast im weihnachtlichen Bereich angelangt. Und zwar haben wir uns entschieden, wir zeigen Ideen ja immer zu Produktpaketen oder Produktreihen. Diesmal ist es die aktuelle Produktreihe Bären. Starke Weihnachten aus dem Mini-Katalog. Und wir zeigen unsere Ideen, Annalena und ich. Im Anschluss findest du ihre Idee außerdem unten in der Beschreibung verlinkt. Außerdem auch alle Materialien und was sonst noch wichtig ist, die Maße im besten Fall auf meinem Blog. Ja, das ist so eine Sache, da kannst du kreativ sein ohne Ende. Hier zeige ich mal, da kann man hier hinten, dort kann man so rausziehen. Ja, wenn man es kann. Nummer 1 und Nummer 2. Und ein Gutschein ist hier hinten drin und hier vorne jede Menge kleine Elemente. Also da geht richtig was. Es ist schön bunt zugeschnitten und jetzt weiß ich auch, dass ich versäumt habe, was zuzuschneiden. Machen wir gleich zusammen. Hier einfach und hier, wie gesagt, mit einem Fach noch einfacher, aber genauso effektiv. Du kannst da auch wunderbar diese kleinen Karten reinstecken aus Erinnerung und mehr. Passend beim Bärenstarke Weihnachten gibt es da ja ein passendes Set dazu. Ja, ich würde sagen, wir fangen gleich an. Diese Tüten, wenn du dir jetzt nicht große Mengen, ich bin ja immer so ein großer Mengenkaufer, frag mich einfach, dann kann ich dir auch kleine Mengen zuschicken. So ist nicht, ne? Ich habe hier drei Größen. Also, wenn du sowieso Kunde bei mir bist, dann kann ich dir das mal so einfach in den Umschlag mit dazu stecken zu deiner Bestellung. Schreib mich da einfach an. Jo, ich habe hier schon mal zugeschnitten. Wir werden ein bisschen mit Lineal arbeiten. Ich habe die kleinste Tüte genommen. Ich sage dir jetzt mal, wie groß mein fertiges Maß der Tüte ist. Habe ich natürlich auch auf dem Zettel stehen. Das sind etwa 9 cm, 8,9 sind es. Und in der Höhe habe ich gekürzt auf 13 cm. Ich schneide mir jetzt gleich aus Designerpapier, was ich hier passend finde, zu. Ich arbeite so ein bisschen hauptsächlich mit diesem Bärenstarke Weihnachten Designerpapier. Mit den Farben, wo mehr Waldmoos ist und Marineblau und das Glutrot. Und alles andere ist Zugabe von den Farben. Okay, ich schneide jetzt mal auf die Breite von 8,4 cm ein Stück zu und kürze das auf 10 cm. Und für die Rückseite schneide ich nehme mal das gleiche. Ich glaube, ich nehme das gleiche. Nochmal auf 8,4 und in der Länge nehme ich 12,6 cm. Ich habe ja vorhin gesagt 13 cm. Ich glaube, ich bin mit 12,6 gut dann dabei. Vorher lege ich das erstmal auf. Ja, das passt schon mal perfekt. Hier hinten drauf, da oben ist noch eine kleine Ecke dran, die schneide ich mal ab. Das, wenn ich mit meinem normalen Papierschneider schneide. Und hier vorne, das packen wir jetzt so zwischen. Das passt und genau dazwischen. Und ich würde sagen, wir kleben uns auch erstmal so unseren Umschlag zurecht, dass wir aber nicht Sachen zu oft oder zu gleichzeitig kleben. Also es ist ja gekürzt auf 13 cm. Das Feld habe ich umgeklappt und habe davon durch hier vorne eine Lasche und werde jetzt hier hinten das zusammenkleben, weil wir wollen es ja nicht als Tüte nutzen, sondern als Umschlag und in dem Fall als beladener Umschlag. Also ziehe ich hier links und rechts solche Klebestreifen ein und klebe das Ganze einmal zu. Gut aufeinander kleben. Kannst du auch im Nachgang machen, aber jetzt ist natürlich angenehmer zu fassen. So, dann drehe ich das Ganze um und klebe hier hinten mein Designerpapier drauf. Die Tüten sind natürlich so angefertigt, dass sie ja in Serienproduktion gehen. Und manchmal sind sie nicht ganz gerade, hier auch, aber damit können wir leben. Na, ich klebe das jetzt mal hier drauf. Das passt dann auch gleich zu meinem Koffer von letzter Woche. Kann man vielleicht noch zur Geschichte eine Gutscheinkarte dazu schicken oder zum Foto-Mini-Album gibt es dann noch
die Glückwünsche dazu. So, ich will das in jedem Fall oben gerade haben. Ich guck mal, ob ich eine Tüte habe, die etwas gerader ist. Also die hier, die quält mich ja schon. Ne? Ja, man muss Opfer bringen. Minimal gerader. Jetzt arbeite ich hier nochmal nach. Ich mache das gern doppelt, damit du das nochmal siehst, weil ich habe das fast immer vergessen und mache das immer erst zum Schluss. So. Muss das dann im Nachgang machen. Und dann können wir uns einfach überlegen, was wir da so alles reinstecken in unseren Loaded Envelope. Ich habe übrigens diese beiden Elemente hier in einer quadratischen Form im letzten, in meinem Mini-Album Glücksmomente auch verwendet. Ich weiß nicht, ob die Anleitung schon on ist. So, jetzt gucke ich mal, das kriege ich gerade so gut rein. Also vielleicht einen Millimeter kürzer. Ich schreibe dir diese Maße in jedem Fall auch nochmal auf meinem Blog. Dann kannst du die im Beitrag finden. Also schau da gern nach. Und ansonsten passt dir das an. Diese Sache geht ja wirklich mit jeder Tüte. Und kleiner Tipp, wenn du noch ein paar kreative Ideen mit diesen Tüten suchst, in meiner letzten Teamaktion habe ich genau diese Tüten verschickt. Und es sind so coole Ideen rausgekommen am Ende. Also, da kann man sich ein Auge holen, sage ich mal so, ne? Bei dem, was da alles gebastelt wurde. Ich überlege, was ich jetzt hier unten drauf setze. Es wären vielleicht Tatsache die Päckchen. Oder ist uns das zu bunt? So, wir können natürlich, wir machen es ganz anders. Ich habe hier noch ein Schnipselchen. Und dieses Stück hier unten wird also auch wieder in der Breite 8,4. Das ist das Maß des Tages, 8,4. Und in der Höhe messe ich es jetzt nochmal aus, weil ich traue meinem Zettel gerade nicht. In der Höhe 5,1 cm. So, aber jetzt 5,1. Ich finde das auch hier ganz witzig mit den Spuren. Und das kleben wir einfach da vorne drauf. So, du könntest natürlich an jeder Stelle und überall immer so arbeiten, dass du noch weitere Fächer einbringst. Du siehst, ich habe hier noch eine extra Ebene drin, um noch ein extra Fach zu haben. Man könnte das hier vorne auch aufkleben, nur am Rand. Dann hast du auch noch ein extra Fach, aber wir wollen es halt auch nicht übertreiben. Deswegen mache ich das jetzt mal hier ein bisschen kompakter. Es ist ja trotzdem genug Platz, um deinen Umschlag gut zu beladen. Auch mit einem Fach nur. Vielleicht ist das auch eine schöne Idee für einen Gutschein. Ich klebe das mal so rum, damit ich da oben noch mehr gestalten kann. Hier wird jetzt zugeklebt, links und rechts. Auch da mit Klebeband oder einen schmalen Streifen mit Klebstoff setzen. Also eine schmale Kante. So. Unser Fach ist damit vorhanden. Es gibt alle möglichen Ideen, sind mit diesen Umschlägen natürlich machbar. Wie gesagt, ich werde dir auch den Blogbeitrag verlinken, weil das sind einfach schöne Ideen, die da entstanden sind. So, jetzt habe ich hier mein kurzes Fach. Und in das kurze Fach kann ich eben auch kurze Anhänger reinstecken. Und ich habe die mir hier gleich noch ein bisschen kürzer zugeschnitten. Ich packe das hier mal so weit in diesen rein, wieder hier vorne, dann sieht man das ganz gut. Ich habe auch verwendet, sehe ich gerade, das Produktpaket Funkelflocken, also die Stanze mit diesem tollen Anhänger hier mit der Schneeflocke und das Stempelset dazu, da sind zumindest nette Sprüche drin. So, das setze ich hier drauf und du siehst hier den runden, der macht sich auch ganz gut. Wenn ich den hier vorne hinsetze, tanzt das Bärchen sogar da vorne drüber. Ja, loaded, der Umschlag loaded. Ne? Jetzt messe ich das noch aus. Es ist, wie gesagt, ich habe einen wunderbaren Zettel, da steht das alles drauf, aber eben stimmte ein Maß nicht. Ich habe hier 12,8 und dann garantiert wieder 8,4. Und da gucken wir mal, ob wir da irgendwo den Farbkarton hier um die Ecke liegen haben. Haben wir natürlich nicht. Schneiden wir dann nachher nochmal zu. So, okay. Jetzt habe ich für die Anhängerstanze, wo ich ja eben schon gesagt habe, habe ich mir zugeschnitten Farbkarton in den Maßen 5 x 9 cm und habe vorne die Stanzung angebracht. Das zeige ich dir auch gleich nochmal mit einem grünen, denn grün haben wir jetzt auch noch drauf. Ich lege das in der Stanze so rein und stanze das so aus. Alles springt durch die Gegend und da ist diese tolle Schneeflocke ausgestanzt. Und dann habe ich mir ein kürzeres zugeschnitten, das ist 4,5 x 5,5 und das setze ich hier unten einfach drauf.
kann das schön bestempeln, entweder gleich oder später. Dadurch, dass ich hier dunklen Farbkarton nehme, könnte ich sogar auch drauf stempeln und über den Rand stempeln, weil das sieht manchmal ganz nett aus. Bei den hellen finde ich es immer auffällig, aber bei so einem dunklen, entweder sieht man es gar nicht oder es soll so sein. Ich klebe das einfach schon mal fertig, damit du siehst, wie die Wirkung ist. Das ist Nummer 1 und Nummer 2. Da kannst du wunderbar was draufschreiben, wie gesagt, draufstempeln, weitere Elemente anbringen. Das wäre schon mal die schnelle Variante für einen Tag, den der Beschenkte dann auch gleich als Geschenkanhänger zum Beispiel weiterverwenden kann. Du könntest noch Ecken abrunden, wenn du das magst. So, setzen wir das drauf. Wenn du einen längeren haben willst, schneidest du deinen Zuschnitt eben wirklich länger zu. Logisch, ne? Dann kann man vielleicht auch so von diesen Büttenrändern Elementen was aufkleben. Muss man aber nicht. So, ich mich hier schon wieder verquatsche, mache ich mal die Sache mit der Büroklammer. Da habe ich hier so eine große Büroklammer. Hast du vielleicht auch irgendwo schon mal in den Händen gehalten oder hast welche, dann nimm die ganz einfach. Ich habe mir hier die Sache mit dem Tannenbaum noch mal ausgedacht. Habe den gestempelt aus dem Set Bärentage, Bärenzauberhafte Tage. Genau. Die Reihe heißt Zauberhafte Weihnachten. Habe es einmal gestempelt und ausgeschnitten in dem Fall. Und mit Farbkarton noch mal gestaltet. Und jetzt schaue ich mal, was ich hier... Eben hatte ich noch Mini-Klebepunkte. Die sind auch... Aber wir haben es schon... Wir haben es diskutiert, oder? Diese Sache mit den Mini-Klebepunkten, ja. Das diskutieren wir heute nicht nochmal. Ich drehe mich einmal um, ob ich in meinem Fach was habe. Nein. Sie liegen Tatsache ganz unten. Macht nichts, wir nehmen jetzt die Büroklammer, wir nehmen das Element, was ich nach hinten setze, setzen das so hier drauf, nehmen unsere doppelseitigen Abstandsklebepunkte und schauen, ob wir mit einer Lage schon zurechtkommen. Ansonsten arbeiten wir mit zwei Lagen. Wenn dir das zu friemelkramig ist, machen wir es ganz anders. Und zwar nimmst du dann diese Streifen. Wir haben ja auch solche 0,5 Millimeter breite Streifen, die lassen sich da auch ganz gut nehmen. Jetzt ziehe ich hier die Schutzfolie ab. Meine Büroklammer ist noch beweglich, siehst du ja schon. Haben wir nur angepasst, setzen wir wieder drauf. Du musst gucken mit der Mechanik, wie viel du da zukleben darfst und wie viel da einfach so geht. Und dann machen wir hier einfach eine zweite Schicht, indem wir das da oben drauf setzen. Hier nehmen wir mal die Schutzfolie noch rausgepiekst. Kommen mit hier drüben hin. So, alle Schutzfolien wieder abziehen. Und dann setzen wir den Tannenbaum vorne drauf. Die Büroklammer ist noch halbwegs beweglich und gut benutzbar. So, und jetzt deckungsgleich drüber. Und dadurch, dass wir das gleiche Grün haben hinten, ist es, glaube ich, gefälliger, weil es so einen minimalen Rand noch ergibt. Als hier mit zweimal gestempelt, zeige ich dir auch. Moment, habe zweimal gestempelt, aber da ist ja der, ist ja nicht deckungsgleich. Könnte es natürlich spiegeln, habe ich aber nicht gemacht. Okay, so, den setzen wir jetzt in unseren Loaded Envelope hier drüben schon mal rein. So, geht schon mal ein bisschen los. Sieht auch nett aus. Was haben wir noch? Hier haben wir einen runden Kreis. Da habe ich auch die Kreise mit Büttenrand genommen. Ich überlege jetzt, ich würde das ausnahmsweise doch in Blau nehmen. Und eventuell, weiß ich noch nicht, das ist eigentlich ganz gut. Dann habe ich in Gold einen halben Kreis gestanzt, setze ich drauf und nehme nochmal so einen kleineren, hoffentlich in der richtigen Größe. Entweder setze ich den so drüber, dann ist weniger Gold zu sehen, oder das Gold wie hier drüben komplett, so. Und ich finde das auch ganz nett mit dem Mini-Eisbären, den setzen wir da vorne drauf. Passt auch. Und aus dem Stempelset hier oben, zauberhafte nicht, sondern aus den Funkelflocken, nehmen wir das frohe Fest raus. Funkelflocken, frohes Fest, kleiner Stempelblock. Und ich würde dann doch mit Marineblau arbeiten, aber ich klebe hier mal ganz kurz. Also das Weiß doch dazwischen. Und wenn mir das mit der
Stanzung nicht gefällt, dann mache ich auf der Rückseite, also zeige ich dir gleich, was mir nicht gefallen könnte. Das ist dieser gestanzte Rand, der dann so ein bisschen nach hinten erhaben ist. Also entweder streiche ich ihn glatt, dann sieht das kein Mensch mehr. Gibt gleich noch ein schönes Muster. Mache ich auch so in dem Fall. Hier drüben habe ich nochmal Designerpapier gegengeklebt. So, dann kommt das Gold drauf. Die Kante in jedem Fall. Und dann schauen wir mal, wie wir das Sache mit unserem Bärchen hier unterkriegen. Vielleicht so nett wie eben. Und du siehst schon, selbst bei mir im Winter und wenn man so ein so ein Stempelset hat mit dem Titel Funkelflocken, dann ist das fast schon ein Muss, dass man dann mit Bling-Bling arbeitet. Und da haben wir hier drüben natürlich jede Menge auch in der Serie mit dabei. Jetzt kommt aber erstmal der Reihe nach. Frohes Fest. Mein Bärchen platziere ich schon mal, dass es dann genug Platz hat. Und setze da oben in Blau Frohes Fest. Passt gut. Gerade so getroffen. Lassen wir durchgehen. Und lochen das Ganze. Ich weiß, was du für eine Zange hast. Ich habe hier noch so eine von denen. So ein altes Eisen, ne? Aber es locht. Funktioniert. Und damit das immer alles hier schicki ist, hier haben wir ja dieses tolle Band. Letztens so einen ganz kleinen Schnipsel irgendwo in meiner Hütte, in meiner Wohnung gesehen, von wegen. Könnte man auch noch verwenden. Natürlich, geht alles. Entweder wir machen es so und oben einen Knoten dran oder wir machen diese Schlingentechnik. Nehme ich wieder meine Häkelnadel, haben wir ja eh noch, ziehen das hier zusammen, schwuppen das hier durch, haben die Schlinge, schneiden die Enden ab, also das zweite, sonst muss ich die Kiste durchziehen und schieben, ziehen das hier oben so durch und machen das fest und dann sieht das auch nett aus. Und den Bären setzen wir wieder mit Abstand unten drauf. Vielleicht kriegen wir es ja so hin wie in dem anderen, dass wir den sogar einstecken können, dass er vorne auf dem vorderen Blatt läuft. Gucken wir mal. Ziehe meine Schutzfolien ab überall. Und setze den hier so im unteren Bereich vorne drauf. Wunderbar. Funkelflocken. Ja, dadurch, dass die ja nicht silber sind, sondern nur weiß, gehen die auch mit dem Gold. Setze ich mal hier drauf. Du siehst schon, meine Pinzette fehlt immer noch. Aber muss uns nicht stören. Jetzt muss ich erstmal hier meine Technik wieder so weit haben, dass ich mich sehe. Ja, es ist jetzt nicht wichtig, ne? Aber so grundsätzlich macht es ja schon Sinn, dass ich sehe, was ich hier tue. Also ich sehe dann, was du siehst. Sonst heißt das, ich sehe was, was du nicht siehst. Du siehst was, was ich nicht sehe. Genau. So, dann haben wir hier diesen kleinen Anhänger. Sieht eigentlich schon ganz nett aus. Da geht natürlich immer mehr und ich traue dir da einfach mehr zu als mir. Den setzen wir schon mal hier zwischen rein. Du siehst. Jetzt gucken wir, was uns noch fehlt. Ich habe da drüben noch einen mit einem anderen Bärchen. Sagen wir so, warum nicht? Ne? Machen wir uns noch einen mit einem Bärchen. Dann nehme ich doch mal diesen, den grünen. Und welcher Bär hat unser Herz erwärmt? Zauberhafte Tage oder Wintergrüße könnten wir auch noch stempeln. Innen rein auf unsere Karte stempeln wir dann am besten den Text. Gemeinsame Zeit ist die schönste. Passt also auch super. Ja, hier setzen wir ein Bärchen drauf, aber da holen wir uns dann doch mal ein bisschen Flocken. Und stempeln mal in Marineblau. Guck mal, hier ist die Mütze. Die fliegt schon durch die Gegend. Die ist eine schöne Flocke. Also es sind viele schöne Flocken, aber eine besonders schöne. Die setze ich hier drauf und nehme den zweiten Abdruck, damit das so ein bisschen blasser hier lang kommt. Okay, stempel ich den einfach so auf dem Papier hinter mir. Oder ich drücke einfach weniger auf. Geht beides. So. Und es gibt in dem Set auch noch so kleine Flocken. Auf so einem kompletten Ding. Könnt ihr jetzt natürlich auch wunderbar das Babyblau nehmen. Kommt auch im Papier vor. Aber ich bleibe mal bei meinem Marineblau. So, habe einen schönen Hintergrund gestaltet.
Könnte auch wischen. Ist ja immer so eine Option. Wischen. Und diesmal ist es der Bär. Und den kleben wir flach drauf. Nehmen wir Flüssigkleber. So, mal gucken, wie wir den hier gut platzieren. Gucken, dass du nicht überklebst. Das läuft hier so drüber. Und dann haben wir hier diesen kleinen Anhänger. Auf die Rückseite könnten wir auch noch so ein kleines weißes kleben. Also helles. Dann hast du da Platz für noch mehr Text. Warum auch nicht? Was hätten wir noch, wenn wir hier so schöne Flocken haben? Lass dich verzaubern, ist auch immer ein schöner Text. Funkel, schöne Feiertage. Auch das geht. Eine schöne Weihnachtskarte. Alles loaded envelope. So, da nehmen wir doch mal hier drüben. Guck mal, lass dich verzaubern, was besser drauf passt. Ich glaube, ich kriege den gerade so drauf. Machen wir das hier weg. Das hier drauf. Das hier drüben drauf. Hier hinten gehen wir wieder mit dem Grün, weil passt ja. Wollte nur keine grünen Schneeflocken machen. So. Jetzt kommt mal wieder der Moment, wo wir uns das auf den Zettel drücken. Also, ich weiß schon, den Abdruck testen. So, das packen wir jetzt hier gerade oder schief. Wir versuchen es mal gerade hinzukriegen. Ja, gerade schief ist es geworden. Sitzt da wunderbar drauf. Und dann haben wir das und können das hier auch mit reinstecken. So, jetzt brauchen wir nur noch das Stück Farbkarton. Und du hast es vielleicht gemerkt, wir haben hier vorne zwei Fächer. Also wir haben einmal dieses hintere, bisschen größer, so. Und dieses vordere, das kann kürzer sein. Ich ziehe die mal Beine raus und dann siehst du das. Da geht also richtig was, dass man das gut zwei Felder hat, wo man vielleicht auf einem einen Gutschein hat und auf dem anderen schreibst du deine Gratulation. So, und hier unten, denke ich mal, das gibt meinen Umschlag her und das helle auch, setze ich noch ein Band drauf. Und damit ich mit meiner Klammer da nicht in Schwierigkeiten komme, setze ich das tatsächlich mit doppelseitigem Abreißklebeband, so dass ich drunter das Paket noch sehe und schiebe da dann meine Schleife einfach. Vorne drauf. So, das klebe ich vorne zusammen. Musst du mal schauen, wie es für dich am passendsten ist. Bedenke einfach, du hast da eine Schleife und ein Band. Und du willst trotzdem die Klammer da vorne reinstecken. Also gucken wir uns das mal an, wie das am besten passt. Ich mache hier mal eine Schleife. Ziehe ich mal so und so und so und so. Beide Ohren gleich groß wäre immer schön. Wenn das eine klemmt, dann müssen wir das andere etwas größer machen. Aber jetzt passt das. So, dann hier unten schön abschneiden. Und dann bilden sich dafür diese Klebepunkte an. Die setzen wir dann da drauf. Ich mache da immer gern zwei, dann bewegt sie sich nämlich nicht mehr so nach links und rechts. Setze das hier so ein bisschen an die Seite, weil wir haben genug Platz. Notfalls ein bisschen viel an die Seite. Ne? Ich ziehe es noch ein Stück rüber. Wird das besser? So, dann haben wir hier das Bärchen. Jetzt geht das Bärchen dahin und die Schleife hier rüber und schon passt das. Du siehst, mein Umschlag ist gut geladen. Wenn dir das jetzt noch zu wenig ist, könntest du da vorne noch was drauf. Jetzt habe ich sie gefunden, da waren noch welche Klebepunkte. Noch was, ein Schild drüber setzen. Ich zeige das mal hier wieder an meinem anderen Loaded Envelope. Bling Bling ginge jetzt überall. Vielleicht willst du auf den Baum auch noch Bling Bling setzen. Keine Frage, funktioniert. Und ich habe noch was offen vom letzten Mal. Innen rein die Felder, da sage ich dir jetzt einfach die Maße. Ja, okay. Es ist wieder 8,4 mal 8,4 und jetzt hole ich mein Lineal. Ja, eben hatten wir es noch. Pfeife, wenn du es siehst.
Ich verlinke dir das. Ich habe das stehen, aber ich bin mir mit meinen Maßen nicht sicher. Ich verlinke dir das nochmal auf meinem Blog, dann kannst du es finden, aber hier kommt ein bisschen mehr raus. Ja klar. Also 8,4 mal 10. Die Mattung dann 7,9 mal 9,5 beim kleinen Feld und das große auch 8,4 mal 12,9 in dem Fall, damit es oben nicht rausguckt. Und dann mit der Mattung jeweils 5 mm kleiner. Du hast eben gesehen, es fummelt sich da oben schlecht raus. Also doch wie hier am besten so ein Bändchen dran setzen, dann funktioniert das noch besser. Okay, das haben wir so, das haben wir so und jetzt kommt meine Nacharbeit. Ich hatte letztens gesagt, ich zeige dir, wie man Bären anzieht. Okay, also hier ist ein Bär und genau noch so viel Zeit, dass wir Bären anziehen. Ich suche mir jetzt raus, welches Design mein Bär heute kriegt. Das ist natürlich wieder so eine Sache. Ich habe das, was ich nehmen wollte, nicht mehr liegen, weil du ahnst es schon, weil, ja, weil ich immer so viele Schnipsel verarbeite und habe es einfach an der falschen Stelle liegen. Ich gucke nochmal, ob es hier drüben liegt. Hier liegt es. Ich habe es. Tada, da ist es. Ich habe daraus was anderes gemacht. Und jetzt nehme ich meinen Bärenstempel. Wo ist er? Hier ist er. Bärenstempel ist hohl innen. Das heißt, ich lege ihn auf den Arbeitstisch und nehme meinen Stempelblock von der anderen Seite gegen. Dann liegt er in der Form richtig und bäumt sich nicht falsch rum auf. Dann weiß ich schon, wie rum ich stanze. Das heißt, hier unten wird rein, wird's hingestempelt. Ich nehme mein Memento-Stempelkissen und setze mir das Bärchen hier hin. Ich bräuchte nicht das ganze Bärchen, ich nehme aber jetzt das ganze Bärchen. Habe es hier oben liegen, nehme meinen Stempel, meine Stanze. Was ist das? Du weißt es, du siehst es ja. Meine Stanze, stanze mein Bärchen aus. Hab das Bärchen und jetzt kommt die Abteilung Designer. Und zwar muss ich jetzt nur noch schauen, wo ist mein Bärchen? Hier drüben. Jetzt haben wir es so. Wo kommt der Kopf hin? Der Kopf kommt hier so etwa hin und der Bauch kommt hier so etwa hin und die Arme gehen genau bis hier. Und jetzt schneide ich das alles ab und nehme mir dann gleich nochmal meinen schwarzen Stift und ziehe da einfach an den Schnittkanten nochmal Stempelkonturen, tue so alles ab. Und du wirst vielleicht sagen, ja, kann man machen, muss man nicht. Ist vielleicht nicht ganz perfekt. Ich habe mein Bärchen jedenfalls für mich dann bekleidet. Und wenn du dich erinnerst, und vielleicht guckst es dir einfach nochmal an, ich verlinke das. Ich habe ja das Mini-Album im Koffer gezeigt, wo ich mir vorstellen könnte, man könnte eine ganz feine Geschichte schreiben. Und nachdem wir Bären haben mit aus der Familie Mütze und aus der Familie Schal, haben wir vielleicht auch noch aus der Familie Schneeflockenpulli oder wie wollen wir sie nennen? Überleg dir was. Ist ja jetzt auch nicht so weltbewegend. So, und schon haben wir unser Bärchen angezogen. Du siehst, das Bärchen trägt jetzt, ja, es ist jetzt nicht komplett bedeckt, du siehst schon, aber zumindest zur Hälfte. Könnte dann auch noch eine rote oder blaue Mütze oben drauf bekommen, denn die können wir ja stempeln und den Schal könnten wir auch noch ausschneiden, dann oben drüber. Wo setze ich denn jetzt mein bekleidetes Bärchen mal hin? Damit es gut in Szene sitzt. Das geht mal auf hier so einen blauen Kreis. Genau. So, du siehst schon, hier kann noch einiges entstehen, wird auch gleich passieren. Aber dafür mache ich die Kamera aus. Du siehst meine Projekte und Ideen auf Instagram, Facebook, hier auf YouTube und natürlich auf meinem Blog. Und weitere Ideen zum Basteln gibt es hier ohne Ende. Also ich freue mich auf dich. Bis gleich im nächsten Video. Und stopp, was kommt unbedingt noch? Annalena im Demo-Doppel jetzt als erstes hinten dran. Ich bin gespannt auf ihre Kartenidee heute.